So, hallo, diesmal nur was Kurzes. Ich habe die Schaltung noch weiter verbessert. Auffällig ist, ich habe nur noch drei Transistoren drin: einen, zwei und drei. Und den PIC-Mikrochip mit der Anzeige. Okay, jetzt ich bin auf 108 MHz. Jetzt gehe ich mal runter mit der Frequenz. Mal schauen, wie schnell der runter geht. 92 MHz. Okay, er geht sehr schnell auf 95 MHz. Der geht jetzt von 95 bis 108. Okay, gehe ich mal wieder hoch. Und auf 100 ist er sehr schnell oben. Auch wenn ich höher gehe. Okay, jetzt bin ich schon auf 108,3. Also 108 ist jetzt so die Grenze, wo ich eingestellt habe. Gehe ich mal auf 105. Dann auf 105. Und hier mal FM105. Und für den Sender. Wenn ich mit der Frequenz jetzt runter oder rauf gehe, man merkt schon, dass ich jetzt nicht mehr auf der Frequenz bin, aber jetzt wieder. Jetzt rauscht es, aber nicht mehr auf der Frequenz. Okay, bin wieder auf der Frequenz. Gut, dann gehe ich jetzt mal auf 108. Ups, ich gehe zu schnell, das sollte ich mal langsamer machen oder da auch eine Direkteingabe. 108, okay, dann mal FM108. Geht auch gut. Dann gehe ich jetzt mal auf 95 runter. Ups, soweit nicht. Normal treffe ich es besser. Genau, war genau auf 95 runter. Okay, 95 schafft er nicht mehr ganz, aber 96. Genau, 96. So, FM 96, also 96 bis 108 ist schon mal ganz gut. Also ich kann mit dem, alleine nur mit dem PIC, kann ich gut 10 MHz überstreichen. Jetzt wenn ich weiter runter will, stelle ich ihn mal auf 87 oder auf 88,5. Mal auf 88,5 stellen und jetzt drehe ich an diesen Drehkondensator, da drehe ich jetzt ein bisschen weiter rein. Mal schauen, ich bin jetzt auf 94 immer noch. Ich möchte aber auf 88 runter, also drehe ich ihn noch weiter rein. Drehe ich den mal weiter rein. Ich glaube, ich darf ein gutes Stück reindrehen, genau. Und jetzt kann er auch 88,5. Also FM 88,5. Aber ich muss den Oszillator manuell nachstellen, wenn ich in einem Frequenzbereich will. Jetzt müsste ich sogar noch weiter runter können. Mal schauen. 85, 86, genau, es geht ja bis 85 runter. Und auf 94, machen wir 94,9. Da auch hochgehen. Hier ist er hier. 949. Genau. Ja. Aber wenn ich mit dem Frequenzbereich weiter runter will, muss ich den Drehkondensator jetzt zudrehen. Und wenn ich wieder hoch will, drehe ich immer wieder auf oder fast ganz auf. Genau. Jetzt schaffe ich das nicht mehr ganz. Ups, jetzt muss ich wieder hoch. Jetzt kann ich wieder hoch. Okay, 109, Pauli schafft er jetzt. Gehen wir mal auf 101. Da auch mal auf 101. Gehen wir auf 101 den Sender. Ja, okay. Das ist jetzt der Stand der Dinge. Aber ich glaube, ich werde jetzt doch mit PLL-IC aufbauen noch. Und ich muss gucken, dass ich den Oszillator weiterziehen kann. Ich glaube, das sollte ich vielleicht mit Dioden probieren oder meine Kapazitätsdiode versuchen. Weil ich kann ihn mit 5 Volt Steuerspannung nicht so weit ziehen. Also ich versuche ihn vielleicht doch mit 12 Volt und Spannungsregler. Okay.